Stellt euch mal Folgendes vor. Ich schlafe tief und fest. Ich wache morgens auf. Ich gehe zum Rollladen. Ich mache den Rollladen hoch. Wunderschöne Sonne. Es zwitschert. Wolken wie gemalt. Kleine Vöglein. Es ist so ein wunderschöner Tag. Und ich denke, oh, dieses gute Gefühl. Und es trägt mich gar elfengleich zur Kaffeemaschine. Und ich weiß, es wird ein richtig schöner Tag. So, jetzt spulen wir nochmal zurück. Ich schlafe. Jetzt wache ich morgens auf. Ich gehe zum Rollladen. Ich mache den Rollladen hoch. Oh, der Sturm, die Regen, der wird an die Scheibe gepeitscht. Die Leute können ihre Schirme kaum halten. Und ich denke, oh, mein Bett kommt zurück. So schön warm. Irgendwie schaffe ich den Weg zur Kaffeemaschine. Schlechtes Wetter. Scheißtag. Wie mache ich das, dass ich, wenn ich den Rollladen hochmache, ein gutes oder ein blödes Gefühl kommt? Ja. Wie ich es morgens schaffen kann, dass ich mich sogar über Regen freue. Ja? Ich habe mal in so einem Meditationskurs gelernt und das habe ich wirklich ein bisschen für mich angenommen. Das geht nur über Bewusstheit. Also, dass ich einfach sage, ich gehe morgens mal in die Dankbarkeit einfach und sage mir, oh, was ein schöner neuer Tag und nehme alles an, wie es kommt. Ja, ich bin total bei dir, aber worauf reagierst du dann? Es regnet und du hast gelernt, jetzt meditiere ich. Nein, ich habe nicht gelernt, dann zu meditieren, sondern einfach... Oder in die Dankbarkeit zu gehen. Ja, genau. Okay. Und ich merke dann, ich ärgere mich jetzt oder bin irgendwie... Pause. Du ärgerst dich jetzt. Genau. Und dann? Und worauf reagierst du dann? Im Prinzip auf meinen Ärger, Da wollte ich hin. Viele denken, ich reagiere aufs Wetter. Das tust du aber nicht. Ich reagiere nur auf das, was in meinem Innern ist und das kann ich nur durch Bewusstheit steuern. Und oft wird es dir gar nicht bewusst. Genau. Oft zieht das so über den Frontallappen durch. Das ist reines Training auch. Ja, und wenn ich mir dann jetzt mal anschaue und sage, hey, wenn ich klar habe, ich reagiere ja auf mich. Ich reagiere auf das, was ich unbewusst gelernt habe, wie ich darauf reagiere. Und na klar, ist es bei den einen, wenn ich ein Land mitnehme, für die ist Regen oft der größte Segen. Ich mag Wetter, das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, weil es ist da und ich finde Wetter auch schön. Das heißt, es gibt auch kein falsches Wetter, eine falsche Kleidung. Ne? Also, wie oder wer oder was entscheidet, dass schönes Wetter vielleicht schön ist und blödes Wetter blöd?